Ich heiße Sie am heutigen Abend wieder alle herzlich willkommen zu einer neuen Online-Konferenz der VSB AG Goldsilbershop.de mit mir, Markus Blaschzock. Ich bin Chefanalyst hier im Haus. Bei den heutigen Themen reden wir darüber, wie der Goldpreis und der Euro bzw. US-Dollar beeinflusst werden von dem möglichen Konflikt mit Syrien bzw. Nordkorea. Die Kriegstrommeln werden geschlagen und was für Auswirkungen hat es auf Gold? Dann sehen wir uns die Wahlen von Sonntag an. Der Frexit wird nicht kommen. Macron hat sehr gute Wahlergebnisse gehabt. Ist das die Trendwende beim Euro? Der Markt hat mit einem Gap am Montag von 2 Cent eröffnet. Werden wir gleich sehen. Zum anderen, JP Morgan, bekannt für die Manipulation des Gold- und Silbermarktes, hat mittlerweile 100 Millionen Unzen Silber gehortet. Cornert hier JP Morgan den Markt? Will man alles Silber aufkaufen und wie die Handbrüder den Markt nach oben treiben? Oder haben die andere Dinge im Kopf? Zum Schluss werfen wir einen Blick auf die Zinsanhebungen, die in den USA geplant werden, deren Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie Inflation und Kaufkraftverlust. Am Ende dann, wie immer, die aktuelle Terminmarktanalyse mit einer aktuellen Chartanalyse. Der Goldpreis konnte zuletzt bis auf über 1200 Euro je Feinunze ansteigen. Auf US-Dollar-Basis war er fast bei der 1300 US-Dollar dran, 1296 waren es. Im Hoch, glaube ich, der Abwärtstrend wurde fast überwunden. Gold in Euro war nicht mehr weit entfernt von dem letzten Zwischenhoch. Ein Preistreiber, der den Goldpreis über den Abwärtstrend trieb und diese Widerstandsbereich zwischen 1250 und 1270 Dollar bzw. 1280 Dollar knackte, in diesem Bereich gab es 4 Widerstände, war der völkerrechtswidrige Angriff der USA bzw. durch Donald Trump auf Syrien. Diese nächtliche Attacke auf diesen Flugplatz waren eine Überraschung für alle, die Trump gewählt haben. Denn Trump hatte in seinem Wahlkampf gesagt, er würde genau fürs Gegenteil stehen. Er will sich heraushalten aus fremden Konflikten. Er würde sich ums Inland kümmern wollen, um die USA, diese voranbringen. Aber keine Kriege anfangen, wie es Obama gemacht hat. Und hier hat er ganz klar gegen seine Wahlversprechen versprochen, genauso wie bei vielen anderen Punkten, was er gemacht hat. Seine Tochter und sein Schwiegersohn, die ziehen ihn immer weiter in die Ecke der Neocons rüber, zur Seite der Sozialisten. Man hat noch Steve Bannon, der einzig freiheitliche Libertäre ist, der ihn versucht, auf der richtigen Seite zu halten. Aber Trump steht zwischen den Stühlen und hat auf der einen Seite die starken Neocons, die den kompletten Mittleren Osten für sich beanspruchen und dementsprechend dort auch dieses Gebiet frei haben wollen. Die stehen auf der einen Seite an und das sieht man hier auf diesem Bild zum Beispiel Rand Paul, der ganz einfach nach dem Nicht-Aggressionsprinzip der Libertären oder österreichischen Schule argumentiert und sagt, hey, uns geht das da drüben alles nichts an. Wir sollten uns um die Inlandsprobleme kümmern. Außerdem verbietet die amerikanische Verfassung einen völkerrechtswidrigen Angriff und du müsstest zuvor den Kongress befragen, aber Trump hat hier die Verfassung ignoriert und das finden wie viele Leute wahrscheinlich nicht gut. Dennoch, Gold hat darauf reagiert, dieser Widerstandsbereich konnte geknackt werden. In dieser Nacht, wo dieser Angriff lief, schoss Gold 20 Dollar nach oben und letztlich in den letzten Handelstagen dann auch der letzten Woche bis auf 1296 Dollar. Auf Euro-Basis war der Goldpreis nur noch 20 Euro von dem letzten Zwischenhoch des letzten Jahres entfernt, also sehr nah und hat in den ersten 4 Monaten dieses Jahres sehr, sehr gut performt und sich entwickelt. Zum anderen wird dieser Konflikt mit Nordkorea, was eigentlich gar kein Konflikt ist, heiß gekocht. Nordkorea droht, wie immer. China, USA und Südkorea drohen Nordkorea. Naja, alles keine freiheitlichen Länder, weder China, Südkorea noch die USA. Das Ganze wird heißer gekocht, als es ist, denke ich. Wir haben das die letzten Jahre schon gesehen. Es muss immer wieder, müssen Nachrichten produziert werden, ein Feind produziert werden. Trump muss sich gut darstellen, er muss den starken Mann markieren, damit auch die Demokraten bzw. die Sozialisten sind die Demokraten in den USA, also wie bei uns eigentlich die Linken oder die SPD, also nennt man dort Demokraten, dass er die besänftigen kann. Und die fanden das ganz toll, diesen Angriff auf Syrien und auch wenn er jetzt sich da ein bisschen mit Nordkorea anlegt. Aber die Märkte bewegt das Ganze. Werfen wir einen Blick auf den Chart von Gold in Euro. Sie sehen hier, seit über 3 Jahren ist der Goldpreis in Euro bereits wieder im Aufwärtstrend und zuletzt wurde fast das letzte Zwischenhoch des letzten Jahres erreicht. Vom Allzeithoch ist der Goldpreis noch ein bisschen entfernt, aber wenn der Euro weiter abwerten wird in den nächsten Wochen und Monaten, dann ist es sehr gut möglich, bei einer weiteren Abwertung von 15%, von der ich
im Moment ausgeht, dass Gold wieder den Bereich von 1380 Euro je Feinunze erreicht. Und das wäre dann das Hoch des Jahres 2012, 2013. Und von daher ist Gold im Moment sehr gut untermauert. Sehen wir uns Silber an. Silber konnte den letzten Anstieg, den Gold gemacht hat, nicht mehr mit nachvollziehen. Hat verschiedene Gründe. Im Moment gibt es kurzfristig ein enormes Überangebot am physischen Markt für Silber. Das ändert aber an der langfristigen Perspektive nichts. Sie kennen vielleicht alle meine Analyse zum fairen Gold- und Silberpreis. Und ich habe sie schon ein paar Mal gebracht. Und vergleicht man eben das Potenzial mit dem, also die überirdischen Bestände mit dem Geldmengenausweitung der letzten Jahre und dem Hoch von 1980, dann müsste der Silberpreis noch um das 30-fache steigen, um das reale gleichwertige Hoch von 1980 zu erreichen. Dabei gibt es heute viel mehr Menschen, eine viel höhere Nachfrage nach Silber. Und wenn hier mal wirklich Nachfrage aufkommt und dieser Markt eng wird, in einen Flaschenhals gerät, dann explodiert dieser Preis sehr schnell. Von daher gilt es weiterhin bei einem Gold-Silber-Ratio von über 70, definitiv weiterhin Silber übergewichten in einem Edelmetalldepot. Ich würde sagen, sogar 70% Silber, 30% Gold. Und wenn man das Ganze auf die nächsten 5 bis 10 Jahre halten will. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Gold-Silber-Ratio wieder fallen wird. Silber konnte also wegen kurzfristigen Überangebot nicht mithalten. Womöglich auch Manipulationen über den Terminmarkt, was wir zuletzt sehen. Aber letztlich ist es das Überangebot. Denn JP Morgan konnte sich auch eindecken, aber das ist der Punkt 4 heute auf der Agenda. Langfristig ist zwar der Boden womöglich drin. Wir hatten im letzten Jahr diesen Trendbruch, wie Sie an diesem Chart sehen. Und auf Euro-Basis gab es auch den Ausbruch aus der langjährigen Sideways-Range und eben jetzt den Pullback. Aber wenn wir den Terminmarkt ansehen, das werden wir dann auch noch machen, dann werden wir sehen, dass es im Augenblick die Bullen alle optimistisch gestimmt sind, long in diesem Markt sind, bereits gekauft haben, dass dieser Markt heiß ist und alle haben bereits auf einen steigenden Silberpreis gesetzt. Das ist natürlich schlecht. Wenn Sie einen Markt haben, in dem schon jeder gekauft hat und dann gibt es keine neuen Käufer mehr, dann kann dieser Markt eigentlich auch nicht steigen. Beim Aktienmarkt ist das sehr signifikant. Beim Rohstoffmarkt ist es etwas anders, weil da kommt noch die physische Nachfrage dazu. Aber hier sehen wir eben diese relative Schwäche, das Überangebot, die fällt im Moment also aus. Und wenn alle Spekulanten schon long sind, wer kauft dann noch? Und das ist kurzfristig ein Problem und das ist der Grund, der Hauptgrund, warum der Silberpreis hier nicht im Moment profitieren kann. Aber das ist immer so gewesen in der Geschichte. Erst steigt Gold und als zweites steigt Silber und dann überholt Silber Gold massiv in der letzten Phase. Also von daher, wer den Anstieg beim Gold verpasst hat, der ist beim Silber noch jetzt sehr, sehr gut dabei, besonders für langfristige Investoren. Silberpreis von aktuell 15 bzw. 17 Dollar je Feinunze ist bereinigt um die Geldmengenausweitungen seit 2008 günstiger als das Tief des Jahres 2000, 2001 real gesehen. Von daher ist das Potenzial enorm und man sollte weiter in Silber investieren. Am Samstag gab es Wahlen in Frankreich und Sieger war dabei Macron. Le Pen hat leider mit Front National verloren, beziehungsweise die hatten nur um 20%. Das Problem ist, dass die Stimmen, die auf die anderen Kandidaten entfielen, wahrscheinlich denen später bei dem nächsten Wahlgang in einigen Wochen Macron zu fallen werden. Von daher ist die Wahl praktisch entschieden mit diesem eindeutigen Ergebnis, das es jetzt gab, zugunsten einer liberaleren Partei, die aber leider nicht nur wirtschaftsliberal ist, sondern liberal in jeder Hinsicht. Der Euro reagiert ja extrem drauf. Dadurch, dass Le Pen wahrscheinlich diese Wahl verliert, eröffnete der Euro am Montag, also gestern, mit einem Gap von 2 Cent nach oben. Bei 1,09 verläuft eigentlich ein Abwärtstrend. Und das ist eine signifikante Marke. Der Terminmarkt, wie wir dann noch sehen, ist im Moment massiv überkauft. Alle sind bereits bullish für den Euro. Und deswegen glaube ich, wenn alle bullish sind, dann bin es ich nicht mehr. Deswegen würde ich auf diese Part, glaube ich, dass auf diese Partystimmung einfach ein Kater folgen wird. Ja? Die waren hier am Anfang der Woche alle volltrunken. Ja, Europa ist gerettet. Es kommt nicht zum Frexit. Wir kippen uns einen hinter die Binde. Und letztlich kommt dann der Kater und das werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen, Wochen sehen. Also Le Pen steht eigentlich eher für Abschottung, eine Absicherung der Grenzen, für eine massive Begrenzung der Immigration auf 10.000 Personen im Jahr. Und Macron ist eigentlich im wirtschaftlichen Bereich besser als Le Pen. Er ist liberaler, aber dafür auch in jeder anderen Hinsicht liberaler. Und das ist, denke ich, ein größeres Problem für Frankreich im Moment. Von daher gibt es Vor- und Nachteile bei beiden Kandidaten,
Aber im Moment reagiert der Goldpreis eben auf diese Stärke des Euros. Dadurch, dass Le Pen verloren hat, hätte Le Pen gewonnen, dann wäre der Goldpreis wahrscheinlich viel, viel stärker gestiegen. Also anstatt gefallen in den letzten Handels seit gestern, wäre er massiv gestiegen. Denn ein Austritt aus der EU wäre dann in den möglichen Bereich oder in einen wahrscheinlichen Bereich gerückt. Das ist jetzt nicht mehr. Der Euro hat zugelegt. Wir sehen hier den Chart seit 2013. Die Seitwärtsrange hielt jetzt die ganze Zeit und die letzten 4-5 Monate dümpelte der Euro-Kurs zum Dollar im Bereich von 1,05 bis 1,09. Hier war der Abwärtstrend oder ist der Abwärtstrend und jetzt kam es da eben dazu, dass, wie Sie hier sehen, nochmal an diesem Chart, es zu einem Anstieg bis 1,09 US-Dollar kam. Ja, wenn dieser Abwärtstrend nachhaltig jetzt überwunden wird, das ist noch nicht durch. Also in den letzten Minuten jetzt gerade vorhin ging es über 1,094. Das wäre eigentlich dieser Abwärtstrend, wenn die Bullen dieses Niveau bestätigen können und es weitere Käufe gibt, dann wird charttechnisch der Bereich bis 1,145 frei. Und das wäre natürlich gut für den Euro, schlecht für den Goldpreis. Ein Euro, der in den letzten Tagen beziehungsweise gestern nochmal massiv federn lassen musste. Wird dieser Abwärtstrend aber verteidigt und geht der Euro nicht drüber, dann ist das enorm schlecht für den Euro, denn dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Parität in den nächsten wenigen Wochen bereits erreicht wird. Hier sehen Sie die Terminmarktdaten für den Euro. Diese sind gar nicht gut. Sie sehen hier, dass die blaue Linie bereits massiv die Spekulanten auf der Long-Seite positioniert sind. Das sind alle Long. Also auf diesem Niveau muss man damit rechnen, also dass es bergab geht. Zuletzt war dieses Niveau erreicht wurde, da fiel dann der Euro von 1,40 auf 1,05. Also ist der Markt ist überkauft und eine Abwertung um 15% wäre bei diesen Terminmarktdaten sehr wahrscheinlich. Man muss die fundamentale Lage immer im Hinterkopf behalten. Die Europäische Zentralbank, die druckt monatlich 60 Milliarden. Und was machen die Amerikaner? Die haben Zinsanhebungen, die drucken im Moment nicht. Da brummt die Wirtschaft im Moment. Genau das Gegenteil von uns. Und es gibt also eigentlich fundamental wenig Gründe, warum der Euro jetzt steigen sollte, außer dass ein Frexit abgewendet wurde im Moment. Nun ja, also wenn der Euro weiter abwertet, wovon ich ausgehe, wird der Goldpreis massiv profitieren. Und ich denke, wir sehen dann diese Hochs des letzten Jahres bzw. neue Allzeithochs auf Euro-Basis sehr schnell. Ein anderer Punkt, der interessant ist in den letzten Wochen, ist, dass JP Morgan, Sie kennen diese große Investmentbank aus den USA, mittlerweile einen Silberschatz über 100 Millionen Unzen Silber hortet. Das ist enorm. Diese Position, die sie hat, die man öffentlich sieht, ist die jene an der US-Terminmarktbörse COMEX in den Warenlagerhäusern. Hier sehen Sie diesen Chart. Es sind 102 Millionen Unzen Silber, die sie gehortet haben und das macht 45% aller Lagerbestände aus, die an der COMEX vorhanden sind. Also ein Lagerhaus, eine Großbank cornert hier den Markt. Und wenn man das Ganze hier vergleicht, hier sehen Sie die gesamten Lagerhausbestände, sind ca. 180 Millionen Unzen und davon hat über 100 Millionen Unzen JP Morgan alleine. Und wenn man das mit dem Open Interest, also den gehandelten Future-Kontrakten, ins Verhältnis setzt, dann werden im Moment nur 17% aller Kontrakte physisch gedeckt. Das ist gut, das reicht, um alle Kontrakte zu sichern. Hier gibt es keinen Engpass, hier gibt es keinen Ausfall von Future-Kontrakten. Das wird auch nie passieren, kam auch noch nie vor wirklich. Das wird immer gut laufen, aber obwohl JP Morgan hier so massiv aufbaut, das Verhältnis eigentlich fair ist. Also wir sehen jetzt hier nicht, dass die physische Deckung zugenommen hätte, wie es schon mal war im Jahr 2013, da wo die Deckung bei 30% lag. Hier könnte man sagen, JP Morgan würde hier einfach horten für sich. Da dieses Ratio so niedrig ist, könnte man auch sagen, sie bauen hier physische Ware oder ein physisches Lager auf für ihre Kunden. Wir wissen nicht, warum sie es machen. Also eine Erklärungsmöglichkeit und eine Möglichkeit wäre, sie bauen das Lager als Gegenposition zu Kundenpositionen auf. Das ist das eine. Aber als andererseits könnte es auch sein, dass JP Morgan für sich hortet, weil sie einfach wissen, dass der Silberpreis früher oder später durch die Decke gehen wird. Dementsprechend könnte es einen riesen Profit machen. Aber 100 Millionen Unzen Silber, wenn der Silberpreis durch die Decke geht, sich für 30 macht, ist ein schönes Geld. Aber letztlich, wenn Silber durch die Decke geht, wird wahrscheinlich das Finanzsystem zusammen mit Gold zusammenbrechen. Also der Goldpreis wird auch explodieren und das Finanzsystem wird zusammenbrechen.
Und das ist dann doch eher ein Aspekt, wo ich sagen würde, bevor sie das zulassen und diesen kleinen, relativ kleinen Profit mit Silber machen, würde man eher das Silber am Markt manipulativ verkaufen. Das heißt, es könnte sein, dass diese Silberposition noch aufgebaut wird, um den Silberpreis noch länger zu drücken. Es gibt also diese drei Faktoren. Entweder sind es Kundenpositionen, die abgesichert werden physisch, oder man macht es für den Eigenhandel, dass man Positionen aufbaut, oder man baut hier physische Ware auf, um später den Markt manipulieren zu können. Diese drei Möglichkeiten sind vorhanden und wir können heute nicht sagen, was es ist, aber ich würde auf Letzteres tippen, dass man hier mit versucht zu manipulieren. Warum glauben wir, dass JP Morgan für die Manipulation zuständig ist? Wir wissen, dass die Investmentbank Bear Stearns vor einigen Jahren pleite ging. Da kam eben dann raus, dass es diese nackten Short-Positionen gab und diese Manipulation am Silbermarkt. Und JP Morgan hat später Bear Stearns dann eben unternommen, nachdem sie pleite waren, und hat diese Manipulation weitergeführt. Deswegen wissen wir hier auch bei den Positionen der Big Four, dass diese wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit zum großen Teil durch JP Morgan gehalten werden. Sie sehen hier diese Terminmarktpositionen der großen vier Banken und diese sind auf Extremniveau. Sagt mir eigentlich nebst dem Terminmarkt und dieser Positionierung, dass es ein massives Überangebot am Markt gibt, aber gleichzeitig noch eine hohe Manipulation. Man möchte den Silberpreis unter keinen Umständen im Moment jetzt viel Luft nach oben gehen. Andererseits scheint aber ja, das physische Überangebot nicht so gut sein, dass man diese nackte Short-Position abbauen kann. Es ist also sehr interessant. In den letzten Jahren hat dieses Signal immer sehr gut funktioniert. JP Morgan hortet viel Silber, kann bullisch, kann bärisch sein. Wir sind optimistisch, wir glauben, dass der Silbermarkt auf diesem Niveau wirklich gut untermauert ist. Viel tiefer als 15, 14 Dollar je Feinunze sehen wir den Preis nicht mehr fallen. Es gab bereits zu viel Ausweitung, es gibt zu viele Probleme. Klar, sicherlich gibt es im Moment ein Überangebot, aber das kann sich sehr schnell ändern. Wenn mal Gold durch die Decke geht, dann wollen alle Silber haben und die Investmentnachfrage ist letztlich entscheidend. Denn das überirdische Angebot und die überirdischen Bestände an Silber sind so gering, dass wenn immer Nachfrage aufkommt, dann ist dieser Markt so eng, dass der Silberpreis durch die Decke geht. Kommen wir zum nächsten Thema und stellen uns die Frage, ob die US-Notenbank die Kontrolle verliert, nämlich die Kontrolle über die Teuerung in den USA. Wir wissen, dass die Geldmenge in den USA in den letzten Jahren fast vervierfacht wurde. Also sie ist um 360% gestiegen seit dem Jahr 2008 und man kann sich jetzt die Frage stellen, kommt die Teuerung durch? Wir sahen zuletzt, dass die Inflationsrate, die sogenannte Inflationsrate, das ist die Steigerung des Warenkorbindex des Konsumentenpreisindexes, auf 2,7% gestiegen ist. Dieser Anstieg der Teuerung bzw. der Inflation sagt aus, dass all das gedruckte Geld langsam in die Realwirtschaft einfließt. Dementsprechend muss die Notenbank auch auf diese Inflation reagieren. Denn Sie wissen ja alle, die Zinsen an den Märkten setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Einmal hat man den Urzins, also diesen Marktzinssatz, und zum anderen eine Risikoprämie und eine Inflationsprämie. Die Risikoprämie ist eigentlich, richtet sich nach Marktbegebenheiten oder des Underlyings. Dann haben Sie eben den Urzins, der ist praktisch immer gleich. Und zusätzlich kommt noch eine Inflationskomponente. Und wenn die Inflationsrate 2,7% beträgt, dann möchte jeder natürlich die Zinsen haben plus die Inflation. Jetzt, wenn die US-Notenbank die Zinsen anhebt, wir hatten jetzt zuletzt die Anhebung, die dritte bisher, wenn jetzt weitere drei Zinsanhebungen kommen, beziehungsweise zwei sind noch für dieses Jahr geplant, nach dem letzten Plot aus dem Fed-Protokoll, dann ist das natürlich, wird das den Dollar stärken, es wird Kapital zurück in den Dollarraum fließen, aber letztlich ist es nur ein Reagieren der Notenbank auf die angestiegene Inflation oder Teuerung. Denn real ist die Teuerung nicht bei 2,7%. Sie kennen den Chart mit der realen Teuerung, hier habe ich ihn für Sie, denn nämlich die statistischen Warenkörbe wurden 1980 und 1990 abgeändert. Und die reale Inflationsrate nach der Berechnungsmethode von 1980 liegt aktuell in den USA bei 10,4%. Das ist enorm. Das ist weitaus mehr als diese 2,7%. Und alles andere ist statistische Täuschung, Verschleierung. Man wischt den Marktteilnehmern Sand in die Augen, damit sie nicht verstehen, was hier eigentlich passiert. Es gibt diese finanzielle Repression längst. Die läuft die ganze Zeit. Die läuft seit 1990, läuft die finanzielle Repression. Sie halten Staatsanleihen, Sie denken, Sie bekommen dafür vielleicht 2-3%, aber real verlieren Sie an Kaufkraft unterm Strich 7%. Dann sehen wir uns einfach hier mal den Goldpreis an im Verhältnis zu diesen Marktzinsen. Sie sehen hier den
US Federal Funds Rate, also die Leitzinsen aus den USA, die effektive, seit 1975 und gleichzeitig den Goldpreis, die goldene Linie. Der Goldpreis stieg in den 70er Jahren um das 20-fache, über das 20-fache an. Und in dieser Zeit stiegen auch die Marktzinsen bzw. die Leitzinsen auf über 20%. Also steigende Zinsen und enorm steigende Goldpreise müssen sich nicht ausschließen. Und das Gleiche sehen wir jetzt zum Beispiel im Jahr 2003, 2004. Da wurden die Zinsen massiv angehoben in den USA und der Goldpreis ist fast um 80% gestiegen. Also die einfache Regel, die ein keynesianischer Ökonom bringen würde und sagen würde, ja, steigende Zinsen gleich schlecht für Gold, weil das Kapital in die Anleihenmärkte fließt, ist Unsinn. Man muss sich immer fragen, warum steigen die Zinsen? Steigen sie aufgrund der starken Wirtschaft, weil die Nachfrage nach Krediten zu gut ist? Dann würde ich sagen, ja, das wäre kurzfristig negativ für Gold, weil andere Anlagen interessanter sind, da wird ein Investment rausfließen. Aber wenn die Zinsen aufgrund von Inflation und Teuerung steigen, ja, dann steigt es natürlich bullisch für den Goldpreis. Und dann umso höher die Zinsen sind, umso stärker steigt auch der Goldpreis. Und dass der Goldpreis auch überproportional stärker steigt als die Marktzinsen bzw. als die Leitzinsen, liegt daran, dass die Leitzinsen oder die offiziell ausgewiesene Teuerung nicht der realen entspricht. Von daher könnte es im Augenblick sein, dass die US-Notenbank diese Zinsanhebungen weiterführen wird bzw. nicht mehr diese Zinsanhebungen zurücknehmen wird. Wir könnten durchaus sehen, dass wir noch mehrere Zinsschritte sehen in den nächsten 18 bis 24 Monaten. Und nach diesen Zinsanhebungen sehr wahrscheinlich, dass wir einen Zusammenbruch der US-Wirtschaft sehen, als auch der europäischen Wirtschaft und dann in eine Rezession ableiten. Und spätestens dann ist es soweit, dass die Federal Reserve, die US-Notenbank, wieder Geld drucken muss mit einem neuen QE-Programm, das QE4. Und dann wird wieder richtig auf die Druckerpresse angeschmissen. Und gleichzeitig wird aber das Vertrauen in den Dollar langsam weiter schwinden, ähnlich in den 70er Jahren. Und dann werden wir wahrscheinlich 10 Jahre Hochinflationsphase sehen, eine finanzielle Depression, aber natürlich auch einen enormen Anstieg des Goldpreises. Und nur wer Gold und Silber dann besitzt, der ist geschützt vor dieser verdeckten Enteignung durch die Staaten und Regierungen. Sehen wir uns mal ganz kurz hier diesen Chart an. Hier zeigt hier die Abwertung des Euros nach offizieller Teuerung in Europa bzw. in Deutschland. Das mit deflationiert um die Teuerung in Deutschland. Berücksichtigt man diese, hat der Euro seit seiner Einführung 1999 22% an Wert verloren. 22% an Wert seit 1999. Ja, wie ist das? Die Spritpreise haben sich doch eigentlich verdoppelt, oder? Und die Preise im Supermarkt sind auch das Doppelte oder dreimal so hoch wie noch vor 17, 18 Jahren. Sie sehen schon an diesem einfachen Beispiel, dass es völliger Unsinn ist, das, was die Notenbanken oder die Zentralbanken und die statistischen Ämter hier an offizieller Inflation ausweisen. Der Euro hat weitaus mehr an Wert verloren und an Kaufkraft als nur 22% in den letzten 18 Jahren. Das ist jedem bewusst, das ist jede Hausfrau bewusst, die einkaufen geht, aber sie wollen uns das weismachen. Berücksichtigt man nochmal diese reale Teuerung aus den USA, die man auch diese Manipulation ungefähr auf die europäische oder deutsche Inflation ungefähr gleich umrechnen kann, der Euro war es in den letzten Jahren sogar schwächer, dann hätte der Euro bestimmt hier um 50-60% oder vielleicht sogar etwas mehr seit seiner Einführung verloren. Leider haben wir nicht gleich hier Daten wie aus den USA, wie shadowstats.com, wo wir das nach einer alten Methode noch berechnen könnten. Hier sehen Sie beispielsweise die Entwertung der deutschen Mark seit 1950 und den Anstieg des Goldpreises darüber gelegt in Rot. Die deutsche Mark hat offiziell nach offiziellem Konsumentenpreisindex 82% an Kaufkraft verloren seit 1950. Der Goldpreis ist seit damals im Tief von $32 auf mittlerweile $1,280 angestiegen. Im Hoch waren es eben schon 1.900. Und Sie sehen, wer im Gold drin war in dieser Zeit, hat massiv erstmal sein Vermögen erhalten und wahrscheinlich real noch eine Outperformance gemacht. Die deutsche Mark war nie eine starke Währung. Sie war stark im Vergleich zu den anderen Schwachwährungen, Papierwährungen, aber sie war an sich nie stark. Auch die Bundesbank hat die D-Mark abgewertet, genauso wie alle anderen Währungen. Aber nach dem Krieg musste die deutsche Wirtschaft natürlich erstmal aufgebaut werden. Und um eine Wirtschaft aufzubauen, brauchen sie stabiles Geld. Der Handel muss funktionieren, das Geld muss bei den Leuten bleiben, man muss investieren können. Und erst wenn die Wirtschaft groß ist, aufgebaut ist und profitiert, dann kann man sie aussaugen. Und dann funktioniert das auch, aber man darf nicht zu früh saugen, weil sonst wächst die Wirtschaft einfach nicht. Und dementsprechend hat man einfach die D-Mark in den ersten Jahren nach dem Krieg nicht so geschröpft wie alle anderen Währungen, aber dafür macht man es jetzt umso mehr.
auf Kosten der Deutschen. Ja. Und dementsprechend heißt das für uns alle vorsorgen, denn auch diese Teuerung, die hier dargestellt ist, ist nicht die reale Teuerung, sondern nur die offizielle Teuerung. Auf einem freien Markt, in einem freien Geldsystem, also kein sozialistisches Monopolgeldsystem, wie wir es heute haben, sondern ein freies Geldsystem, dort wäre es so, dass ein Geld im Jahr 2% an Kaufkraft gewinnen würde, nicht verlieren, sondern gewinnen. 2% ist ungefähr der technologische Fortschritt, der Produktivitätswachstum in einer freien Marktwirtschaft und vielleicht sogar einen Tick höher. Und dementsprechend müsste die Kaufkraft Jahr um Jahr 2% steigen. Es gibt also 2% Deflation pro Jahr. Und das heißt, wenn Sie sich was für 30 Jahre weglegen dann, und Sie sparen fleißig, dann haben Sie nach 30 Jahren plötzlich das Doppelte an Kaufkraft, anstatt dass Sie was verlieren. Im heutigen sozialistischen Geldsystem, im staatlichen Geldsystem ist es so, Sie arbeiten 30 Jahre, legen Sie es weg, ja, und dann haben Sie vielleicht noch 10 oder 20% Kaufkraft übrig. Der Rest hat den Staat geklaut und ihn genommen und Sie sehen alt aus. Deswegen kann es nur die Devise lauten, Bundesbank abschaffen, Federal Reserve abschaffen, privates Geld für die Menschen wieder, das ist ihr Recht, dass sie sich was wegsparen können. Und danach geht es auch allen wieder gut und wir haben keine Probleme mehr mit Altersarmut, denn jeder, selbst die kleine Putzfrau, ist in der Lage, sich fürs Alter was wegzulegen und es wird sogar noch mehr wert. So viel dazu, zu diesem Gesamtbild am heutigen Tag. Jetzt gehe ich mit Ihnen auf die aktuelle Chartanalyse ein. Hier sehen wir die Terminmarktdaten für Gold. Diese sind relativ neutral, sie könnten schlechter sein. Sie sind weder gut noch schlecht, sie sind im neutralen Bereich im Augenblick. Wir sehen hier unten diese Übertreibung zum Ende des letzten Jahres. Da waren die Terminmarktdaten dann extrem gut. Und zum Ende des Jahres 2016, wo sie relativ schlecht waren. Und jetzt sind sie im neutralen Bereich. Das heißt, steigen oder fallen, wir können es im Moment nicht sagen, wird dieser Abwärtstrend, den Sie hier im Chart sehen, dennoch überwunden. Dann kann es nach oben gehen. Aber da der Terminmarkt für Silber schlecht aussieht, für Palladium eher neutral ist, würde ich eher sagen, es ist genauso gut möglich, dass dieser Abwärtstrend jetzt nicht überwunden werden kann. Wir sahen jetzt eben diesen Rücksetzer am gestrigen Tag, nach dem Erfolg für die EU erfolgreichen Wahlen in Frankreich. Und jetzt muss man auf US-Dollar-Basis eben schauen, dass dieser Aufwärtstrend nicht gebrochen wird. Noch ist nicht viel passiert. Gold hat super performt im letzten Jahr. Von dem Tief bei 1.120 Dollar in dem Bereich auf fast 1.300 Dollar gestiegen. Das war ein enormer Anstieg und da darf jetzt auch mal eine Korrektur kommen. Das ist ganz normal, das ist ganz gesund. Im Moment ist der Goldpreis in US-Dollar-Basis immer noch 150 Dollar im Plus. Noch ist nicht viel passiert. Schauen wir uns auf Euro-Basis an. Hier war der Goldpreis in Euro nur noch 20 Dollar von dem letztjährigen Hoch entfernt. Hier gab es auch eine massive Performance seit Jahresbeginn und sieht eigentlich relativ gut aus. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist jetzt kurz davor zu brechen. Ja, der Euro wird stärker. Gleichzeitig kommt Gold etwas unter Druck. Der Risikoappetit hat zugenommen. Der Aktienmarkt brummt im Moment. Der DAX hat ein neues Allzeithoch erreicht, haben heutigen Tag 12.500 Punkte. Und auch der Dow Jones hat die Konsolidierungsphase beendet in der S&P 500 und sind nach oben durchgebrochen nach der Frankreich-Wahl. Ja, Aktienmarkt brummt kurzfristig, deswegen erstmal raus aus dem sicheren Hafen Gold, der schon gut gelaufen ist und die Investoren gehen rein in den Aktienmarkt. Okay, ist kurzfristig in Ordnung. Glauben wir deswegen, dass Gold und Silber massiv fallen werden? Nein. Europa drückt weiter, besonders auf Euro-Basis bleibt es weiter wichtig, Gold und Silber zu besitzen. Als nächstes ein Blick auf Silber. Sie sehen hier schon an dieser Linie, dass das Ganze ziemlich weit auseinander geht, diese blaue und diese rote Linie. Und das sagt uns eigentlich, dass die Spekulanten massiv auf steigende Preise bereits gesetzt haben. Hier ist wirklich jeder, der irgendwie Geld übrig hat, hat schon Silber gekauft. Und alle sind long, von daher, wie gerade vorhin schon erwähnt, ist die Wahrscheinlichkeit eher nicht so hoch, dass der Silberpreis im Moment hier spekulativen Schub bekommt und eine Rallye macht. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit aber relativ hoch, dass es zum kurzen Rücksetzer kommen kann. Muss man im Hinterkopf behalten. Auf der anderen Seite gelingt Gold jetzt dennoch nochmal einen Anstieg über den Abwärtstrend und dreht jetzt dann und steigt weiter an. Dann hat sich das mit dem Terminmarkt im Silber erledigt und Silber steigt hinterher. Aber kurzfristig könnte es einen Rücksetzer geben und den Rücksetzer könnte man dann nutzen, um langfristige Positionen im Silber aufzubauen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Silber langfristig besser performen wird als Gold. Von daher übergewichten heißt die Devise. Hier sehen wir den Silberpreis auf US-Dollar-Basis. Der Abwärtstrend wurde gebrochen. Im Moment hält sich der Silberpreis noch über diesem Abwärtstrend, kämpft mit der 200-Tage-Linie. Der Widerstand bei 1840 konnte leider nicht genommen werden. Das war kurzfristig nicht so gut.
Es könnte sein, dass Silber jetzt noch kurzfristig korrigiert, aber diesen Rücksitzer dann nutzen für langfristige Käufe. Silberpreis in Euro, hier ist der Aufwärtstrend noch intakt, hier wurde auch der Abwärtstrend überwunden. Es hat sich ein doppeltes Top kurzfristig ausgebildet, das haben Spekulanten genutzt zum Abverkaufen. Ganz normal im Trading, der Aufwärtstrend muss jetzt einfach halten, hier der grüne, und dann ist auch hier alles noch im grünen Bereich. Ansonsten könnte sich die Korrektur noch ein Stück ausweiten, aber auf Euro-Basis glauben wir eben, dass der Euro eben nicht stark aufwerten wird, sondern dass die Katerstimmung bald nach der Party kommt und dementsprechend dürfte dann Silber und Gold auf Euro-Basis auch wieder sich sehr stark zeigen. Im Palladium ist es so, dass die Terminmarktposition neutral ist, weder gut noch schlecht. Ich würde sagen, etwas im negativen Bereich im Moment, so 60-70% im negativen Bereich, aber Palladium ist das erste Metall, das das letzte Zwischenhoch wieder erreicht hat. Und Sie sehen das an dem folgenden Chart, Palladium in Euro hier, bei 750 Euro je Feinunze, ist das der höchste Stand seit dem Jahr 2001. Und das ist enorm, Palladium zeigt sich weiter stark, auch mit der Verdrängung des Dieselmotors wird Palladium weiter nachgefragt, wird immer stärker, kommt es jetzt zur Substituierung. Ich denke, Palladium dürfte die Stärke weiter behalten und mich würde es nicht wundern, wenn wir in spätestens im nächsten Jahr hier neue Allzeithochs sehen. Einmal inflationsbedingt, aber auch aufgrund der erhöhten Nachfrage. Sehen wir uns den Chart an, solange der Aufwärtstrend hier bei Palladium in US-Dollar-Basis intakt bleibt und nicht bricht, darunter ist gleich die 200-Tage-Linie, ist alles gut. Man muss nicht verkaufen, man muss nicht abhatchen. Nur wenn diese bricht, diese Linie, dann muss man mal kurzfristig Gewinne mitnehmen. Wir sind hier seit längerer Zeit long gewesen. Zuletzt haben wir nicht mehr mitgetradet, weil es sonst unsicher war. Aber wenn wir hier einen Blick auf Palladium in Euro werfen, ist diese Rallye sehr, sehr beeindruckend. Nochmal auf den kurzfristigen Chart. Bei 450 Euro hatten wir im letzten Jahr, aber auch im vorletzten Jahr immer dazu geraten, Palladium zu kaufen. Wir haben gesagt, mischen Sie Palladium zum Portfolio dabei. Wer es gemacht hat, konnte jetzt schon wieder 80% Gewinn einstreichen. Und das ist, lässt sich sehen. Das ist wirklich, wirklich enorm. Man soll es einfach dabei mischen. Man weiß nie genau, wie sich die Märkte entwickeln werden, welches Edelmetall stärker performt. Deswegen heißt es auch, wie in einem guten Aktienportfolio diversifizieren. Auch bei einem Edelmetalldepot. Also 5-10% Palladium und Platin kann nicht schaden. Als nächstes werfen wir einen Blick auf Platin. Der Terminmarkt für Platin ist eigentlich relativ gut im Moment. In den letzten Wochen zeigt es sich relative Stärke. Soweit so gut. Ein Blick auf den Chart zeigt, dass sich der Preis hier in einem kurzfristigen Aufwärtstrend hält zwischen 900 Dollar und 1000 Dollar je Feinunze. Der Widerstand bei 1000 Dollar konnte in den letzten Wochen nicht überwunden werden. Da sahen wir bis dahin auch noch Schwäche. Zuletzt kam wieder Stärke in den Markt rein. Es ist ein Rücksetzer bis auf 900 Dollar je Feinunze wäre jetzt möglich. Aber danach sollte es wieder nach oben gehen. Wir sehen nicht mehr so viel Potenzial für Platin nach unten. Platin, wie gesagt, einfach langfristig mit beimischen zum Depot und auf Euro-Basis ist es so, dass bei 840, die 850 Euro je Feinunze ein guter Boden drin ist. Sollte Platin bis dahin laufen, einfach antizyklisch ein paar Unzen vielleicht mit ins Edelmetalldepot reinlegen. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Minen. Die Minen anhand des XAU und HOI laufen 1:1 mit Gold und Silber. Sie haben es die letzten Jahre gesehen, Kauf- und Verkaufssignale im Gold- und Silbermarkt konnte man 1:1 Wochen später, ein, zwei Wochen später im Minenmarkt, also im Aktienmarkt für Minen, nachverfolgen. Es gibt immer einen Vorlauf des Edelmetallmarkts und die Minen folgen. Oftmals hört man es andersrum, die Minen hätten einen Vorlaufcharakter. Ich habe diese Märkte mehrere Jahre jetzt gehandelt, habe ich noch nie gesehen. Und wenn, war es Zufall. Das ist also ein Mythos. Wenn jetzt Gold nach unten geht und korrigiert, dann wird auch die Minen nochmal unter Druck kommen. Das heißt, das Tief des letzten Jahres könnte, glaube ich nicht, dass erreicht wird, aber das Tief, das wir Ende letzten Jahres hatten, das ist nochmal durchaus möglich. Das wäre jetzt beim HOI im Bereich von 160 bis 150 Punkte nochmal ein Rücksetzer, ein doppelter Boden auf diesem Niveau. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Rücksetzer ein höheres Tief sein wird, als das Anfangsjahrestief beim Platin von Ende 2015, Anfang 2016. Definitiv. Ich glaube, die Trendwende ist drin. Und geldmengenbereinigt aufgrund der Inflation würde ich sagen, das nächste Hoch im HOI liegt nicht bei 600 Punkten, wie es zuletzt war, 600, 620 Punkte, sondern im Bereich von 1500 bis 2000 Punkten. Minen sind eine gute Diversifikation. Erstens sollten sie auf jeden Fall auf Edelmetalle gehen, um liquide zu sein. Danach schauen, dass sie vielleicht ein paar Minen in einem Depot liegen haben, bloß nicht am Standardaktienmarkt. Das Dow-Gold-Ratio wird dafür sorgen,
sagt eigentlich, dass in der Hochinflationsphase der Standardaktienmarkt underperformt, aber die Minen werden gut performen. Und zum anderen ist es so, dass sie vielleicht auf eine eigene Immobilie schauen oder dergleichen und was sie sich sonst noch leisten können. Aber Edelmetalle sind immer an erster Stelle, physische Edelmetalle. Hier sehen Sie nochmal den XAU, hier hat sich ein Abwärtstrend gebildet. Auch hier ist nochmal ein Rücksetzer möglich. Ich würde sagen, bis in den Bereich von 65 Punkte. Sollte das kommen und jetzt wirklich zu einer Korrektur kommen nochmal, würde ich dieses Niveau nutzen, um langfristige Positionen aufzubauen. Ich bin sehr optimistisch für das Ende des Jahres bzw. für das kommende Jahr am Gold- und Silbermarkt sowie auch für die Minen. Die Länder drucken, auch wenn jetzt Zinsanhebungen kommen in den USA, die Lage hat sich nicht stabilisiert. Das ist hier nur ein kurzfristiger Boom, der durch die anderen Notenbanken der Welt getrieben wird. England druckt, Europa druckt, Japan druckt, alle drucken noch, nur USA nicht. Und natürlich sorgt das für eine kurzfristige Aufwertung der einen Schwachwährung, die ein bisschen stärker ist, eben dem Dollar im Vergleich zu den anderen Schwachwährungen, Euro, japanischer Yen und dem britischen Pfund. Aber letztlich werten alle Währungen weiter ab zum Gold. Von daher Gold halten, in Gold investieren und Gold long. Rücksetzer nutzen. Spätestens bei Gold in Euro am langfristigen Aufwärtstrend muss man dann auch wirklich dazu kaufen. Gold und Silber Shop wurde von mehreren unabhängigen Zeitschriften und Fachportalen zum besten Händler Deutschlands gekürt, unter anderem von Focus Money. Wir sind in allen Gebieten wirklich top. Wenn Sie Interesse an Edelmetallen in physischer Form haben, melden Sie sich bei uns. Wenn Sie Interesse an internationaler Lagerung von Edelmetallen haben, melden Sie sich bei uns. Wenn Sie Interesse an einem Fonds haben, der auch in Edelmetalle investiert, melden Sie sich bei uns. Also bei uns sind Sie in allen Bereichen gut aufgehoben. Wir beraten Sie auch gern. Wir sind für Sie da. Bleiben Sie uns treu. Ich freue mich auf Sie wieder alle bei der nächsten Online-Konferenz dabei zu haben. Ich wünsche Ihnen bis dahin weiterhin viel Erfolg und alles Gute.